Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur Early Alpha oder Early Version von Captain of Industry. Und wie ihr hört keine Musik, denn ich habe die ganze Zeit überlegt, was für eine Musik passt denn? Was für eine Musik passt denn zu so einem Setting, wo wir mit heutiger Technik in einem Endzeit-Szenario auf einer Insel stranden? Ich habe keine Ahnung. Einfach Radio anmachen. Ich weiß es nicht. Nee, also deswegen lasse ich es mal ganz kurz weg. Wir haben zurzeit ein kleines Problem mit unseren Arbeitern. Wir brauchen mehr, das wissen wir. Was wir nicht als Problem haben, ist unsere Nahrung. Das funktioniert gut. Und wir produzieren auch langsam, aber stetig genügend Bauressourcen, um nach und nach weitere Gebäude zu bauen. Müssen aber insgesamt mal beschleunigen. Kohle bauen wir hier ab, Eisen bauen wir hier ab. Also genug Möglichkeiten, wie dass wir irgendwann auch auf Hölzer für den hier völlig verzichten. Das kann ich eh beenden, weil wir haben gar kein Scrap mehr. Von daher brauchen wir keine Hölzer mehr. Hölzer brauchen wir nur noch fürs Zusammenbauen dieser Dinger hier. Und ich bin sogar gewillt, die Holzproduktion bald, wenn ich das hier abgeholzt habe, das holze ich jetzt noch ab, zu beenden. So. Was sehen wir sonst noch? Wir sehen, dass hier diese Gebäude produzieren sollten. Es fehlt zurzeit an Holz. Deswegen ganz ehrlich. Muss ich mal kurz was gucken. Nee, Quatsch, das ist ja gar nicht das Problem. Was mache ich denn hier? Die sollen ruhig weiter Holz sammeln. Das ist nicht das Problem. Die Brennöfen hier werden jetzt komplett pausiert. Ist schon cool, dass man das so abbauen kann hier. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich gelungen. Und jetzt haben wir auch die Chance, ja, jetzt haben wir nämlich auch die Chance, hier oben seht ihr die Gebäude weiterzubauen, indem wir nämlich schlussendlich Construction Bar Parts herstellen können. Zwar so viele, dass wir auch erstmal keine Nahrungsprobleme mehr haben. Mehr Felder bedeutet automatisch mehr Nahrung. Mehr Nahrung bedeutet, yay, unsere Leute überleben. Und das wiederum bedeutet, wir können nach und nach weiter produzieren. Finde ich gut. Was wir zum Beispiel erforschen müssten, wäre irgendwie auch mal sowas wie Forstwirtschaft. Gibt es Forstwirtschaft? Dass wir an Holz kommen? Ich weiß ja nicht. Okay, jetzt wäre hier also der eins dieser beiden Sachen. Dann Construction 2. Erforschen wir jetzt mal. Ach schön, das Ding ist fertig. Wunderbar, aber wir haben halt, wie gesagt, gar nicht genug Siedler. Deswegen bauen wir hier jetzt nochmal das Gebäude hinzu. Was ist noch nicht fertig? Sonst steht alles. Nur dieses Feld muss noch fertig. Und jetzt geht es hier was zu bauen. Und was auch nicht schlecht wäre, wäre eventuell das Wasser, was hier von oben kommt, also Regen, aufzufangen in diesen großen Gebäuden. Da können wir dann nämlich wesentlich besser die Felder bewässern insgesamt. Und die müssten wir dann auch tatsächlich lagern. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir die Lager haben. Hier. Und hier müssten wir dann
das Wasser einlagern. Stelle ich jetzt schon mal ein. Wasser, Wasser, Wasser. Sehr gut. Okay. Mögen die Gebäude weiterhin eifrig produzieren? So funktioniert das nämlich gut. Auch hier, die Instandhaltung der Fahrzeuge funktioniert ebenfalls gut. Wir haben halt noch keinen Sound. Ich denke, das wird früher oder später folgen. Gleich haben wir auch mehr Arbeitskräfte. So, hier entscheiden wir uns auch für Kartoffeln, Kartoffeln, Gras und Kartoffeln. Das gleiche Spielchen spielen wir hier auch. So. So, und das wird jetzt fertig, ne? Immer noch nicht. Aber die Construction ist fertig geworden, die Research, unsere Forschung. Und die ermöglicht jetzt zum Beispiel Ship Dock Repair, Fuel Stations und Irrigated Farms. Aber Fuel Station, Basic Diesel, Fuel Station finde ich wichtig, weil wir müssen die Dieselproduktion eh voranbringen jetzt bald, ne? Das heißt, ich schaue mal ganz kurz. Das hier, Basic Distiller. Ich mache mal kurz langsamer. So. Basic, ich glaube nämlich, wir haben nämlich gleich ein Dieselproblem. Ja, wir haben ein Diesel. Oh nein, sagt mir nicht, dass ich jetzt. Ach, das muss man echt alles am Anfang aus dem Boden klopfen. Das ist heftig. Okay, Basic Distiller allows Distillation of low-grade gasoline, but it's quite inefficient and produce a lot of waste. So, Öl plus Stahl plus Kohle gleich Diesel plus Waste. Und das Ding holt Öl aus dem Boden. Ja, da müssen wir mal überlegen, wo ist denn. Wie sehe ich denn das? Ha. Ja, das ist jetzt interessant. Hier vielleicht. There's no deposit for crude oil. Ja, wie finde ich denn dieses komische Öl Gedings Zeug? Das ist interessant. Ich habe nämlich absolut keinen Plan gerade. Das Spiel ist halt early und zeigt mir nicht ansatzweise, wie ich hier jetzt rauskriege, wo Öl ist. Ist hier Öl? Nee. Ich weiß es nicht, Leutchens. Ich weiß es wirklich nicht. Das Problem ist tatsächlich jetzt. Es ist ein großes Problem, jetzt rauszukriegen, wie ich das mache. Denn das andere Problem ist die Laster. Okay, das geht. Es kann auch sein, dass dieser Basic Driller. Destiller meine ich. Gibt es eine Art Bohrer?
Ich weiß, dass wir nicht genug Arbeitskräfte haben, aber wie kriege ich das mit dem Öl hin? Und ich kann auch nicht anders auffüllen. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich meine, ich kann zwar Fahrzeuge bauen. Es wird mir visuell halt nicht gezeigt und auch nicht. Ha! Ja, hier fährt auch nicht mehr viel. Raw Oil, schwarz. Also braun ist Kohle. So kann ich es mir anzeigen lassen. Hä? Ja, heißt es, dass das hier nichts ist? Da, hier ist Öl. Okay, die läuft, die funktioniert. So. Das muss jetzt alles klappen. Wir brauchen mehr Baumaterialien. Da soll das doch rein. So. Okay, so kann das hergestellt werden. Das heißt, wir brauchen als nächstes, der produziert jetzt ganz schön viel Dreck, haben sie ja gesagt. Der produziert Wastewater, das müssen wir noch bauen, und Steam Dampf Konsortium. Das heißt, wir brauchen einmal sowas hier. Das müssen wir verbinden. Und dann Wastewater, das können wir anscheinend nur hier oben machen. So, da dampfen wir das rein. So. Soweit, so gut. Ich schmeiß die Dinger jetzt wieder an. Ich glaube, der hier hat keinen Sprit mehr. Und der auch nicht. Ah, Kohle kommt jetzt. Reicht jetzt Kohle? Das ist die entscheidende Frage.
um ein bisschen Sprit hier herzustellen, was die Fahrzeuge sich hier vor Ort abholen. Ja, die Kohle ist doch voll hier. Wo ist denn jetzt hier das Problem? So, kann der noch fahren? Ja. Vielleicht retten wir die ganze Chose tatsächlich. Vielleicht. Und zwar jetzt mit Metall. Der produziert jetzt. Die machen daraus jetzt dementsprechend Metall. Das kommt hier rein. Jetzt haben wir nicht genug Arbeitskräfte. Warum? Wieso arbeitet hier niemand mehr? Weil die jetzt da arbeiten? Leute, nee. Schnell, schnell, schnell. Ab dafür. Fahr los, fahr los, fahr los. Bitte mach hier was. Ist das schon mal fertig? Sehr gut. Also wir können schon mal Dampf ablassen. Und jetzt noch Waste. Ja, super. Das könnte klappen. Noch gucken, ob das funktioniert. Diesel. Puh, das könnte alles funktionopeln jetzt. Unsere Dieselproduktion könnte laufen. Ich sehe schon, dass die ganzen Fahrzeuge wieder rollen. Fast alle rollen. Jetzt müssten die halt nur betankt werden von den Fahrzeugen. Mal gucken, ob das auch passiert, ob die das auch machen. So schnell. Der ist fertig, der sammelt jetzt Diesel, der hier hergestellt wird. Das Ding steht auch. Oh, cool. Wenn wir Glück haben, klappt das alles. Und Strom fehlt. Okay, das war klar, dass Strom fehlt. Aber Strom kann auch mit Diesel betrieben werden, den wir hier herstellen. So. Jetzt ist alles ready. Der darf auch wieder. Was ist hier das Problem? Missing Input. Wir boosten den jetzt mal. Missing Input, was fehlt denn? Kohle.
Das muss mal jetzt einer verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie wir die jetzt. Da müssen doch Tanker irgendwie. Ah, ich bin verwirrt. Okay, Forschung. Kann ich irgendwas erforschen? Kann ich noch Tankfahrzeuge erforschen oder so? Also den LKWs geht es ja gut, aber diese Fahrzeuge hier, die liegen jetzt. Dann kann ich die allerhöchstens. Jetzt rollt er. Weil ich ihn scrappe. Und auch die muss ich scrappen. Ist leider so. Und auch die hier. Ja, die haben zwar noch, aber wieso Kupfer? Kopper. Boah, man muss echt an viel denken auf einmal am Anfang. Das ist heftig. Kupfer haben wir nämlich nicht mehr, ne? Kupfer, ist das das hier? Ja. Okay, das hier oben ist Kupfer. Das bedeutet, wir müssten das auch abbauen. Ja, aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Ich könnte jetzt ein Quick-Build machen. Das geht dann. Und dann bräuchte ich Mining Tower jetzt auch hier oben. So. Ich scrap die jetzt mal alle, weil die können halt. Soll ich sagen? Ich verstehe auch. Ein bisschen schnall ich das alles nicht mehr. Ah, irgendwas, vielleicht mal irgendwas falsch. Völlig falsch. So, der rollt da jetzt runter. Aber warum laden nicht. Und jetzt kommt noch das andere Ding. Selbst wenn wir da hinten jetzt das abbauen, heißt es nicht, dass wir schmelzen können. Denn, das kommt ja jetzt auch noch dazu, ich habe noch nicht erforscht, dass ich Kupfer schmelzen kann. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz hier was vom Zaun. Also, zu Recht wurde mir geschrieben, es ist am Anfang super schwer. Ich glaube, man hat hier mehrfach die Abläufe neu am Anfang, dass man das auf die Reihe kriegt.
Man muss daran denken, jetzt nochmal Reihenfolge, am Anfang schnell Metall, dann Nahrung, damit hier keiner stirbt, dann nach Nahrung sofort Öl und danach sofort Kupfer. Wenn man das nicht hinkriegt und zeitgleich forschen, wenn man das nicht schafft, geht man Kupeister, so wie ich jetzt. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich selbst beginne es nochmal alleine und wenn alles klar geht und ihr Lust habt auch, also wenn die Klicks gut stimmen und euer Interesse stimmt, haue ich euch mal in ein Safe rein, wo ich das hinkriege im Ablauf. Mal gucken. Okay, gehabt euch wohl. Haut rein. Tschüss.